Hallo und herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 20. Juni 2022. Und wir haben eine Reihe spannender Nachrichten. Die erste Nachricht ist von Bowmore. Bowmore hat eine Kooperation eingegangen mit Aston Martin. Das ist mittlerweile, glaube ich, schon mehr als ein Jahr her. Und jetzt kommt ein neuer Whisky auf den Markt. Und zwar der Bowmore Arc 52, also Arc 52. Es ist ein 52 Jahre alter Bowmore, der in zwei verschiedenen Fässern gelagert ist und wurde dann daraus komponiert. 42,3% Volumen und es werden nur 100 Flaschen hergestellt, die dann zu einem Kostenpunkt von ca. 75.000 Euro verkauft werden. Dann haben wir einen Händler aus Großbritannien, der in den Nachrichten ist, und zwar Royal Mile Whiskies. Und der verkauft seine Zuteilungen von Springbank, Longrow und Hazelburn nicht mehr an normale Händler und Online-Shops, sondern nur noch an Bars. Denn er ist der Meinung, der Whisky muss getrunken werden und sollte nicht dafür dienen, einen schnellen Gewinn zu erzielen. Und ja, in den Bars wird er dann eher getrunken als in irgendwelchen Wohnzimmern, in irgendwelchen Kabinetten als Anlage zu dienen und zu verstauben. Ja, kann sein. Einige Barbesitzer könnten es vielleicht auch tun, aber vielleicht wird dann der Händler auch da aufmerksam und wird sie dann auslisten. So, dann haben wir Neues von Glenlivet. Und zwar, es gibt eine neue Sample Room Collection. Einen 21-jährigen und einen 25-jährigen Glenlivet wird es geben. Der 21-Jährige wurde in drei Fässern gelagert, und zwar in Firstville Oloroso Sherry, Cognac und Portwein Fässern. Der 25-Jährige in nur zwei Fässern, und zwar in PX Sherry und in Cognac Fässern. Aber das ist dann auch ein Finish, also im Grunde durch die Vorlagerung wären es auch drei Fässer. Gut, dann geht es weiter, und zwar bei Glenfiddich, und zwar mit einer Experimental. In der Experimental Series gibt es jetzt die Abfüllung Nummer 5 und die ist ein Cider Brandy Finish. Und das sind dann Somerset Pomona Cider Brandy Fässer. 43% Volumen und ja, damit wird erstmal ein bisschen experimentiert. Das sind die Nachrichten für Schottland und jetzt geht es weiter nach Irland. Der Konzern Pernod Ricard investiert jetzt 50 Millionen Euro in die Klimaneutralität von Midleton. Midleton, falls unbekannt, ist eine der größten Brennereien und zwar haben die größten Potstills der Welt, zwar 3x 75.000 Liter und sie haben auch noch drei Column Stills, also die produzieren ja einen großen Teil des irischen Whiskys. Dann haben wir eine Kooperation in Amerika und die ist ja schon längst überfällig. Und zwar ist die Kooperation zwischen Jack Daniels und Coca-Cola. Und die zwei gehen zusammen jetzt in die Dose. Es wird Dosen geben mit Jack Daniels und Coca-Cola, Jack and Coke. Und früher war das immer Jack and Coke und generischer Name. Also die haben einfach generische Cola genommen. Und jetzt arbeiten sie mit der Original Coca-Cola zusammen. Und es wird auch eine Zero-Variante geben und beides sehr internationale Firmen und sie werden sie um die gesamte Welt ausrollen und er wird dort erhältlich sein. Dann gehen wir weiter in dem kleinen Städtchen Cox Creek und da ist Four Roses unterwegs und die wollen dort Lagerhäuser bauen. Für 23 Millionen Dollar wollen sie 17 neue Lagerhäuser bauen. Und das schon bis 2024, das ist eine ganze Menge. Dadurch soll 72.000 Quadratmeter Lagerfläche geschaffen werden. Natürlich für die Lagerung von Whiskyfässern, aber auch Flaschen, sagen sie. Und da ist so ein bisschen die Frage, Endprodukte oder Rohprodukte, also leere Flaschen, könnte sein. Denn wenn man leere Flaschen ein bisschen mehr Lagerfläche hat, dann ist man ein bisschen unabhängiger von irgendwelchen Lieferkettenunterbrechungen. Ja. Das ist auch immer sehr gut. Dann gehen wir in den internationalen Bereich nach Deutschland zu uns. Und da gibt es ab Juli zwei neue Sliers. Ein Sliers 12 Jahre Muscatel Cask Finish und ein Sliers Amontillado Cask Finish. Und die haben beide dann Finishes in den respektiven Fässern. Zum Beispiel der Amontillado hat 4 Jahre Lagerung eben in diesen Amontillado Fässern. Sehr interessante Geschichte, vor allem auch mit den älteren Jahrgängen bei Sliers jetzt.
Dann geht es weiter im internationalen Bereich, diesmal aus Indien. Es gibt eine neue Single Malt Brennerei in Indien, die Indri Single Malt Brennerei. Der Norden von Indien ist praktisch, weil dort ist ein anderes Klimaverhältnis als im Süden, wo es eigentlich nur heiß ist. Und im Norden wird auch Gerste angebaut. Also sie können wahrscheinlich sehr regional ihre Gerste beziehen. Und die bringen jetzt ihren ersten Whisky auf den Markt, den Indri Trini, ein Threewood, also ein dreifach gelagerter Whisky mit 46% in natürlicher Farbe, nicht kühlgefiltert. Und der ist jetzt auch bei whisky.de erhältlich. Ich denke mal, ich werde ihn auch irgendwann hier auf dem Fass bekommen. Ich war noch nicht da. Ich wäre sehr gespannt, die so eine Brennerei im Norden von Indien einmal zu besuchen. Ja, das war's diese Woche. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.